Jenny van der Bachmann wurde damals als äußerst gut aussehend beschrieben. Anfang 20, mit einem jugendlichen Aussehen sowie zierlichen Körper, äußerlich die Unschuld in Person. Doch unter der Fassade verbarg sich ein eiskaltes Monster. Als Aufseherin von Stutthof selektierte und schickte sie Dutzende Frauen und sogar Kinder in die Gaskammern, misshandelte und folterte unzählige Insassinnen auf brutalste Art und Weise, auch bis zum Tode. Bachmann ging dabei so brutal und emotionslos vor, dass diese von den Häftlingen der schöne Geist genannt wurde. Eine hübsche, aber absolut seelenlose Hülle. Der nach dem Krieg stattgefundene Prozess gegen die Aufseherin erregte große mediale Aufmerksamkeit. Bachmann passte überhaupt nicht in das Bild einer eiskalten Massenmörderin, welcher nun sogar der Geigen drohte. Genau diesen Effekt gab es auch in anderen Prozessen gegen KZ-Aufseherinnen, beispielsweise bei der Hyäne von Auschwitz Irma Grese oder der Oberaufseherin von Ravensbrück Dorothea Binz. Kaum über 20-Jährige und als äußerst gut aussehend beschriebene Frauen, denen man die bestialischen Verbrechen nicht zutrauen würde und bei denen automatisch die Frage aufkam, wie diese zu solchen Monstern werden konnten. Es stellt sich zudem die Frage, warum genau diese Frauen so große Bekanntheit erlangten und deren Namen selbst heute noch so viel im Präsent sind. Schreib deine Meinung dazu gerne in die Kommentare. Jenny van der Bachmann geriet erst 1944 und damit relativ spät ins Konzentrationslagersystem, entsprach von ihrem Profil her aber der typischen KZ-Aufseherin. Die am 30. Mai 1922 geborene Frau war zu dem Zeitpunkt erst 22 Jahre alt und besaß keine speziellere Berufsausbildung. Für den Job als Aufseherin suchte die SS gezielt nach genau solchen Personen. Bachmanns Anreiz dürfte höchstwahrscheinlich die gute Bezahlung gewesen sein, die im Vergleich zu anderen möglichen Jobs ausgesprochen hoch war, da sich die SS dadurch höhere Loyalität von den Frauen versprach. Die meisten Aufseherinnen wussten vorher nicht, was auf diese zukam. Die Ausschreibungen waren bewusst sehr vage beschrieben und die Vorgänge innerhalb der Lager wurden durch die Propaganda in grotesker Form falsch dargestellt. Auch wenn natürlich Gerüchte innerhalb der Bevölkerung die Runde machten. Mit der Realität konfrontiert, wurden die Anwärterinnen in der Regel an einem Ort, im Konzentrationslager Ravensbrück. Das KZ Ravensbrück war das größte Konzentrationslager für Frauen zur Zeit des Nationalsozialismus. 28.000 Frauen sowie Kinder kamen hier ums Leben. Zudem wurde es als zentrale Ausbildungsstätte für nahezu alle weiblichen KZ-Aufseherinnen eingesetzt. Im Lager gehörten Gewalt und Mord zur Tagesordnung. Die Häftlinge mussten jeden Tag harte Arbeit ausüben, bei gleichzeitig unzureichenden Essensrationen und wurden bei kleinsten Vergehen brutal zusammengeschlagen. Eine beliebte Foltermethode war das Appellstehen, wobei die Frauen mehrmals täglich, auch bei großer Kälte, stundenlang stehen mussten, ohne sich dabei zu bewegen oder zu sprechen, wobei viele der Opfer für Erschöpfung umfielen. Diese wurden dann brutal geschlagen, von Hunden zerfetzt oder auch einfach direkt ermordet. Jüdische oder politische Häftlinge wurden in regelmäßig stattfindenden Erschießungen getötet, welche etwas außerhalb des Lagers stattfanden. Neue Aufseherinnen durchliefen in Ravensbrück eine dreimonatige Fortbildung, in welcher aus den anfangs ängstlichen und zurückhaltenden Frauen durchsetzungsfähiges und gewaltbereites Personal werden sollte. Augenzeugen berichteten, dass es nur wenige Wochen dauerte, bis die Aufseherinnen enthemmt waren und kein Problem mehr damit hatten, die Insassen zu misshandeln. Die meist jungen Frauen waren bereits seit ihrer Kindheit der Propaganda der Nazis ausgesetzt, die insbesondere nicht akzeptierte Ethnien wie Juden thematisierte und diese als minderwertig darstellte. Im Bund Deutscher Mädel wurden die Frauen bereits ab 14 Jahren nach den Vorstellungen der Nationalsozialisten gedrillt. Parallel mit den Jungen in der Hitlerjugend
wurde die Generation von morgen bereits ab Kindesalter an manipuliert sowie politisch stark beeinflusst. Diese Tatsache erleichterte es der SS ungemein, Personal für die Konzentrationslager zu finden. Denn entgegen dem bis heute weit verbreiteten Mythos waren die Aufseher und Aufseherinnen nicht gezwungen, den Job auszuüben. Insbesondere in Ravensbrück sind viele dokumentierte Kündigungen von Aufseherinnen vorhanden, die ohne Konsequenzen einfach in anderen Bereichen eingesetzt wurden. Es machte für die SS auch praktisch gar keinen Sinn, Personen dazu zu zwingen, den Job auszuüben, da diese Personal brauchte, das ideologisch von der Sache überzeugt sowie motiviert war. Ansonsten stellten diese ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die neuen Aufseherinnen hatten die Wahl darüber, welchen Weg diese gehen wollten. Ein paar kündigten den Job, die meisten entschieden sich jedoch dazu, Verbrecherinnen zu werden. Im Lager wurde dafür gesorgt, ein starkes Gemeinschaftsgefühl unter den Aufsehern bzw. Aufseherinnen zu schaffen, sowie Individualismus und damit Zweifel an der Rechtmäßigkeit der KZs zu minimieren. Das Lagerpersonal trug eine einheitliche Uniform und schlief in meist gut eingerichteten, kleinen Apartments auf dem Lagergelände, hatte damit ständigen, relativ engen Kontakt zueinander. Die Aufseher und Aufseherinnen lebten quasi permanent auf dem Gelände und damit in einer komplett eigenen Blase, relativ abgeschirmt vom restlichen Geschehen, womit sich diese innerhalb der Lagergrenzen nahezu ohne strafrechtliche und insbesondere moralische Konsequenzen austoben konnten. Getreu dem Motto, gib einem Menschen Macht sowie eine Uniform und du siehst seinen wahren Charakter, entwickelten sich viele von diesen zu Schwerverbrechern, wobei die Anzahl sowie Schwere der Taten von den Charaktereigenschaften der jeweiligen Personen abhing. Es ist nicht ganz genau bekannt, wann Jenny van der Barkmann nach Stutthof kam, nur dass es im Verlaufe des Jahres 1944 war, zu einer Zeit, in dem im Konzentrationslager Tod und Verderben herrschten. Stutthof wurde bereits kurz nach dem deutschen Überfall auf Polen gegründet. Im 35 Kilometer östlich von Danzig gelegenen Lager waren innerhalb von 6 Jahren 120.000 Menschen inhaftiert, von denen mehr als 65.000 ums Leben kamen. Die meisten Insassen starben an Krankheiten oder Unterernährung. Seit Bestehen des Lagers waren die hygienischen Zustände im Lager katastrophal. Zudem waren die Unterkünfte komplett überfüllt. Zehntausende Insassen starben an schweren Epidemien wie Typhus oder Fleckfieber, die teilweise das ganze Lager dahinrafften. Zusätzlich wurden die bereits geschwächten Menschen auch gezielt ermordet. Es war sogar verboten, jüdische Insassen zu behandeln, wodurch eine Ansteckung für diese meist ein sicheres Todesurteil darstellte. Die Aufseher in Stutthof waren besonders brutal sowie skrupellos. Misshandlungen an den Häftlingen gehörten dabei zur Tagesordnung. Viele Insassen überlebten die Übergriffe des Lagerpersonals nicht. Selbst im Vergleich zu anderen Aufsehern ging Jenny van der Barkmann außergewöhnlich brutal gegen die Insassen vor. Die Aufseherin schlug ohne Rücksicht brutal auf ihre Opfer ein. Dafür reichten auch schon Nichtigkeiten, wodurch diese im Lager besonders gefürchtet wurde. Die Insassen nannten sie den schönen Geist, in Anlehnung an ihr äußerlich schönes Erscheinungsbild, aber im Kontrast dazu emotionslosen und bösartigen Charakter. Obwohl durch die Epidemien bereits mehr Menschen starben, als überhaupt in den Krematorien verbrannt werden konnten, wurden tausende Menschen zusätzlich durch das Lagerpersonal ermordet. Dies geschah zum einen durch getarnte Genickschussanlagen, wobei die Opfer von einer routinemäßigen Messung ausgingen. Zum anderen wurden geschätzte 1.300 Häftlinge in einer Gaskammer ermordet, später zusätzlich auch in abgedichteten Eisenbahnwaggons. Barkmann war nachweislich an den Selektionen der zu vergasenden Personen beteiligt gewesen und schickte so Dutzende Menschen in den Tod.
Im Zuge des Vormarsches der Roten Armee kamen ab Mitte 1944 immer mehr Menschentransporte aus den östlich gelegenen Konzentrationslagern an, welche nun nach Stutthof evakuiert wurden. Im komplett überfüllten Lager verschlechterten sich die Lebensbedingungen nochmals deutlich und im KZ stapelten sich die Leichen kürzlich verstorbener Insassen. Zudem nahmen auch die gezielten Tötungen, von denen vor allem Juden betroffen waren, stark zu. Einige Historiker stufen Stutthof für den Zeitraum von Mitte 1944 bis zum Kriegsende deswegen sogar als Vernichtungslager ein. Am 25. Januar 1945 wurde dann auch dieses Lager evakuiert, wobei etwa 11.600 noch marschfähige Häftlinge in den Westen getrieben wurden. Mehr als die Hälfte von diesen wurden in diversen Massakern ermordet. Aufgrund des katastrophalen Zustandes des Lagers verblieben jedoch fast 34.000 Menschen in Stutthof und den umliegenden Außenlagern, von denen noch Tausende in den letzten Kriegswochen starben. Kurz vor der Befreiung von Stutthof durch sowjetische Truppen floh Barkmann nach Danzig und versuchte dort unterzutauchen. Sie wurde jedoch bereits im Mai verhaftet und am 25. April 1946 zusammen mit 15 weiteren ehemaligen Aufsehern des Lagers im ersten Stutthof-Prozess angeklagt. Während des Prozesses sagten Dutzende Zeugen gegen Barkmann aus. Der Fall erregte große Aufmerksamkeit, da die Aufseherin äußerlich kaum den Eindruck machte, zu solch grausamen Taten fähig zu sein. Auch während des Prozesses machte dieser einen ruhigen sowie eher intelligenten Eindruck. Der Fall hat damit einige Parallelen zu einigen Monaten vorher im Bergen-Belsen-Prozess angeklagten Irma Grese, die insbesondere in Auschwitz-Birkenau für zahlreiche Morde und Misshandlungen an den Insassen verantwortlich gewesen ist. Die auch als Hyäne von Auschwitz bezeichnete Grese war regelmäßig an Selektionen beteiligt, bei denen die ankommenden Menschen in die Gaskammern geschickt wurden, prügelte Häftlinge aus einer puren Laune heraus zu Tode oder ließ diese von Schäferhunden einfach zerfetzen. Die Aufseherin war dabei gerade einmal Anfang 20 und wurde von Zeitzeugen als äußerst gutaussehend sowie zierlich beschrieben. Obwohl im Bergen-Belsen-Prozess zahlreiche Personen angeklagt waren, stand Grese stark im Mittelpunkt der medialen Berichterstattung und auch heute noch gehört der Name zu den bekanntesten aller Kriegsverbrecher der NS-Zeit. Ebenso ist dies bei Jenny Wanda Barkmann der Fall, wodurch sich die Frage stellt, warum sich bei weiblichen Aufseherinnen so sehr auf das Aufsehen fokussiert wurde. Zu dieser Zeit herrschten in der westlichen Welt strikte Geschlechterrollen, während von Männern ausgeübte Gewalt gesellschaftlich akzeptiert oder zumindest als in ihrer Natur liegend nachvollziehbar war, war von Frauen ausgeübte Gewalt ein absolutes Tabuthema. Es war damals völlig unvorstellbar für die meisten Menschen, dass Frauen als Aufseher in Konzentrations- oder Vernichtungslagern arbeiten und zudem noch solch blutrünstige Verbrechen durchführen konnten. Während der Prozesse wurden diese wie regelrechte Aliens behandelt, Abweichungen, die es eigentlich gar nicht geben dürfte, und gerieten so schon automatisch in den Mittelpunkt der Prozesse. Frauen wie Irma Grese oder Jenny Wanda Barkmann stellen dabei einfach die Spitze dieses Problems dar. Aufgrund ihres jungen Alters sowie guten Aussehens, welche vermeintlich noch weniger zu den Verbrechen passten, entfernten sich diese besonders weit von den klassischen Geschlechterrollen und wurden so als die größten Sonderlinge unter den Verbrechern angesehen. Dieser Effekt führte dazu, dass diese die größte mediale Aufmerksamkeit erhielten und bis heute sogar bekannter als die meisten ihrer männlichen Kollegen sind. Dies alles verhalf diesen aber nicht zu einem milderen Urteil. Irma Grese wurde im Bergen-Belsen-Prozess zum Tode verurteilt und wenig später auch hingerichtet. Auch Jenny Wanda Barkmann wurde am 31. Mai 1946 zum Tode durch den Strang verurteilt.
Die Hinrichtung von dieser und 10 weiteren Verurteilten des Prozesses wurde am 4. Juli 1946 auf dem westlichen Danzig befindlichen Bischofshügel durchgeführt, wobei 40.000 Menschen, darunter auch viele ehemalige Insassen oder deren Angehörige anwesend waren, um die ehemaligen Aufseher hängen zu sehen. Bachmann endete mit nur 24 Jahren am Galgen. Sie entschied sich kaum ein Jahr vom Kriegsende für den falschen Weg und zahlte am Ende mit dem höchsten Preis –